Ja, hallo und herzlich willkommen zu Hart aber Fürth. Mein Name ist Caro. Ich habe die große Freude, euch heute bei unserer ersten analogen Veranstaltung seit langer Zeit begrüßen zu dürfen. Und Hart aber Fürth, falls ihr es noch nicht kennt, ist eine Veranstaltungsreihe, bei der wir uns immer wieder unterschiedlichen politischen Themen widmen wollen und mit euch darüber diskutieren möchten. Organisiert wird das Ganze von Echt Fürth, der Agentur für Demokratie und Jugendbildung und dem Jugendmedienzentrum Connect. Falls ihr also Lust habt, nach dem Vortrag euch auch noch ein bisschen stadtpolitisch einzumischen und aktiv zu werden, dann schaut doch da einfach auch mal vorbei. In diesem Jahr wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, mit welchem wir im letzten Jahr ja nahezu täglich konfrontiert wurden. Es wird um Verschwörungsideologien rund um Corona gehen. Da war viel von der Corona-Diktatur die Rede, dem Great Reset, dem großen Austausch und überhaupt der noch größeren Elite, die uns alle bestimmt. Jetzt, wo die Inzidenzwerte ja weiter sinken und viele von euch vielleicht sogar schon geimpft sind, wirkt das ganze Thema nicht mehr so präsent. Man will sich vielleicht gar nicht mehr so richtig damit auseinandersetzen. Aber Verschwörungserzählungen sind nicht abhängig von der Pandemie. Sie treten natürlich in so Krisenzeiten stärker hervor, aber es gab sie schon jahrhundertelang und sie werden uns wahrscheinlich auch noch in den nächsten Jahrzehnten begleiten. Was auch sehr auffällig war in den letzten Monaten, ist, dass sich unter diesem Thema der Verschwörungserzählungen nicht nur besorgte Bürgerinnen und Esoterikerinnen zusammengefunden haben, um auf der Straße zu demonstrieren, sondern auch immer wieder rechtsextreme Gruppenstimmung gemacht haben. Auffällig waren auch die ganzen antisemitischen Codes und Parolen, die wir hören und sehen mussten. Da wurde sich gerne mit Anne Frank verglichen, sich Judensterne an den Arm und auf die Brust geheftet und auch mal der Holocaust einfach ja ständig relativiert. Wir haben uns heute Abend jemanden eingeladen, der sich sowohl mit Verschwörungsideologien als auch mit Antisemitismus auseinandersetzt. Neben mir sitzt Tom Uhlig. Er ist Psychologe und Bildungsreferent bei der Anne Frank Bildungsstätte in Frankfurt und geht heute in seinem Vortrag darauf ein, wie Antisemitismus und Verschwörungserzählungen zusammenhängen. Herzlich willkommen, Tom. Das war die Übergabe an mich. Das war die Übergabe an dich. Ich erwarte tosenden Applaus aus dem Publikum. Danke. Es ist super ungewohnt. Es ist auch für mich seit nach langer, langer Zeit irgendwie die erste Präsenzveranstaltung wieder und dann in diesem sonderbaren Hybridformat, wo man weiß, dass irgendwie noch Leute zugucken, die gar nicht hier sind, aber es sind auch Leute hier. Hi, freue mich sehr über die Einladung und über die Gastfreundschaft und dann lege ich einfach los mit meinem Input. Ne? Genau, bevor ich dir hier noch weitere Fragen stelle, kann es losgehen. Genau, also worüber ich heute sprechen möchte, ist eben Antisemitismus zur Zeit der Corona-Pandemie oder während der Corona-Pandemie natürlich mit einem sehr starken Schwerpunkt auf die Verschwörungstheorien, die derzeit besonders laut sichtbar geworden sind. Ich habe hier auf meiner Präsentation den sehr unkreativen Titel Corona-Pandemie und Antisemitismus stehen. Ich glaube, ihr habt euch noch einen viel fetzigeren ausgesucht, der in dem Programmheft steht. Den wollte ich mir aber nicht so zu eigen machen. Nicht, weil er schlecht ist, sondern weil er nicht von mir kommt. Ich glaube, es ist sozusagen, wenn man sich mit Antisemitismus auseinandersetzt, ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass es so bestimmte Aufmerksamkeitsökonomien gibt, bestimmte Aufmerksamkeitsschleifen, bestimmte Momente, diskursive Momente, in denen ganz, ganz viel plötzlich über Antisemitismus gesprochen wird. Das ist vor allen Dingen, seitdem der Expertenbericht Antisemitismus 2017 veröffentlicht wurde, sehen wir, dass es ein stark gesteigertes gesellschaftliches Bewusstsein auch darüber gibt oder zumindest ein mediales Bewusstsein, Antisemitismus auch zu thematisieren. Das sind Ereignisse, wie hier oben rechts die antisemitischen Witzeleien der Kabarettistin Lisa Eckert im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, über die diskutiert worden ist letztes Jahr. Das sind derzeit natürlich die anti-israelischen Demonstrationen, die zum Beispiel auch sich bei den 1. Mai-Demonstrationen mit dran beteiligt haben, aber auch so auf die Eskalation im sogenannten Nahen Osten reagieren. Das sind Diskussionen zum Beispiel rund um den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten und Bundestagskandidaten Maaßen und seine antisemitischen Chiffren, die er verwendet, regelmäßig in seinen Texten und Wortbeiträgen. Die Rede ist natürlich von der Chiffre der Globalisten oder eben auch Diskussionen, und darum wird, glaube ich, noch relativ
eigentlich zu wenig diskutiert, um die Desiderius Erasmus Stiftung, das ist die AfD-Stiftung, die versucht dieses Jahr Bundesmittel in Höhe von bis zu 80 Millionen Euro abzugreifen, um damit Geschichtsrevisionismus, eine Normalisierung deutschen Nationalismus an die Universitäten zu bringen, Leuten mit Stipendien auszustatten, in die Schulen zu gehen etc. Also mit dem unglaublich großen Stiftungsvolumen von 80 Millionen Euro jährlich, was es natürlich dringend zu verhindern gilt. Vor allen Dingen ist über Antisemitismus natürlich gesprochen worden im Zuge des antisemitischen Terroranschlags in Halle Ende 2019, als ein Rechtsterrorist versucht hat, an Yom Kippur in die Synagoge in Halle einzudringen und die dort betenden und feiernden Menschen zu ermorden, dann an der Tür gescheitert ist, die man hier abgebildet sieht. Und gerade wenn es zu solchen enormen Gewaltausbrüchen kommt, wird dann auch sehr häufig sehr schockiert darauf reagiert oder wird sozusagen medial sehr schockiert darauf reagiert, wie so etwas möglich ist, wie so etwas passieren konnte etc. Wobei man dazu sagen muss, und das betrifft glaube ich sozusagen alle dieser Ereignisse, die dann größere mediale Aufmerksamkeit haben, die Leute, die sich in dem Themenfeld stärker bewegen oder da viel mehr zu tun haben oder eben auch vor allen Dingen auch selber betroffen sind, sind von solchen Ereignissen in der Regel nicht überrascht. Also das ist sozusagen eine der am häufigsten oder Nachrichten dazu, die ich am häufigsten gelesen habe von Betroffenen, ist, es ist schrecklich, aber wir sind davon nicht überrascht. Wir wussten, dass so etwas jederzeit passieren kann und jederzeit auch wieder passieren kann. Und das ist sozusagen auch das Schreckensszenario, warum wir natürlich auch gegen Antisemitismus arbeiten, dass es eben jederzeit in diese offene Gewalt umschlagen kann. Hinter diesen ganzen sozusagen Großereignissen, die dann breit besprochen worden sind, findet aber auch noch der ganz normale alltägliche Antisemitismus statt, der sozusagen häufig unter einer bestimmten Wahrnehmungsschwelle sich vollzieht. Hier habe ich die aktuelle Statistik von RIAS, das ist die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus in Berlin, mitgebracht für 2020, die geschrieben haben, insgesamt 1004 antisemitische Vorfälle dokumentierte die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin, kurz RIAS, 2020. RIAS Berlin erfasste 17 Angriffe, 43 gezielte Sachbeschädigungen, 51 Bedrohungen, 770 Fälle verletzenden Verhaltens und 123 antisemitische Massenzuschriften. Trotz, und das ist jetzt, denke ich, sozusagen etwas sehr Bedenkenswertes, trotz der durch die Pandemie bedingten tiefgreifenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens und der Reduzierung zwischenmenschlicher Kontakte nahm die Zahl bekannt gewordener antisemitischen Vorfälle um 118 zu. Also das sind sozusagen die Fälle, die nur in Berlin, nur für 2020 gelistet worden sind. Über 1000 Vorfälle, die dokumentiert worden sind, natürlich auch nur die Fälle, die denen gemeldet worden sind oder die sozusagen auf den Schirm bekommen haben. Das heißt, für Jüdinnen und Juden gehört Antisemitismus leider zum Alltag auch irgendwie mit dazu. Ist es sozusagen ein vollständiges Alltagsphänomen, das sehr selten so besonders große Erfahrungen erfährt. Es gibt dabei auch immer wieder so neue Formen antisemitischer Agitation, gerade in der Corona-Pandemie. Dahinter sieht man so ein Bild von einem sogenannten Zoom-Bombing. Also da haben Neonazis die Zugangsdaten gefunden von der Lesung von einem, ich glaube, Leipziger Rabbiner war das in diesem Fall und haben das dann so alles vorgekriegelt und Hakenkreuze draufgemalt etc. Also das ist sozusagen die Situation irgendwie, in der wir uns befinden leider. Und das, worüber wir heute natürlich vor allen Dingen sprechen, sind die antisemitischen Agitationen und verschwörungstheoretischen Agitationen rund um die sogenannten Querdenken-Demonstrationen, die früher Hygiene-Demos hießen. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, das war auch auf dem Cover von der Zeit und hat, glaube ich, vielen Kommentatorinnen Fragen aufgeworfen. Das ist ein Bild von der Querdenken-Demonstration in Berlin, der großen, wo etwa 40.000 Leute waren. Aus dieser Demonstration ist auch der sogenannte, also jetzt in Anführungszeichen mitgedacht, Sturm auf den Reichstag hervorgegangen, wo also Neonazis, Reichsbürger und übrige Faschisten die Stufen vom Reichstag erklommen haben und da Reichsflaggen und Reichskriegsflaggen geschwenkt haben und gerufen haben, sie hätten gewonnen etc. Was man auf dem linken Bild sieht und was dann sozusagen diese Fragen aufgeworfen hat,
sind aber auch ganz andere Leute. Nämlich vorne ist eben ein junger Mann abgebildet mit so einem bunten Hemd, offenem bunten Hemd. Ich habe so ein bisschen abgeschnitten leider, aber der hält so eine Blume hoch. Optisch würde man jetzt erstmal, wenn man sich so ein bisschen von Stereotypen leiten lässt, würde man sagen, okay, das ist vielleicht so ein bisschen hippie-mäßig drauf oder friedensbewegt oder vielleicht ein bisschen esoterisch oder so. Und auch bei den Interviews, die auf diesen Demos geführt worden sind, waren eben ganz viele Friedensbewegte, Esoterikerinnen, Naturheilpraktikerinnen waren sehr, sehr viele da. Dieses Milieu, was man seit Pegida so als besorgte Bürger kennengelernt hat. Aber eben auch, und das war von Anfang an klar, also niemand kann sich daraus reden, das nicht gewusst zu haben, weil die haben dazu aufgerufen, Reichsbürger, Vertreter vom völkischen Kompaktmagazin, der faschistische Flügel der AfD rund um Höcke, und so weiter. Die NPD hat dazu aufgerufen, der Dritte Weg hat dazu aufgerufen, also organisierte Neonazis, die zu dieser Demonstration aufgerufen haben. Und was jetzt sozusagen die Frage ist, ist, wie passt das denn eigentlich zusammen? Also wie passen diese Leute zusammen? Warum stören die sich nicht aneinander? Warum finden die das überhaupt nicht verkehrt, mit den anderen Leuten dort zusammen auf der Straße zu stehen? Beziehungsweise, wenn man sie fragt, sagen die dann sowas wie, ich habe keine Nazis hier gesehen. Oder mir geht es nur um die Corona-Maßnahmen. Wer hier noch ist, das ist mir doch eigentlich egal. Hauptsache, in dem Punkt stimmen wir überein. Bevor ich weiter auf diese Frage eingehe, möchte ich noch erwähnen, dass diese Gemengelage an sehr unterschiedlichen Leuten häufig dazu führt oder geführt hat, diese Proteste zu verharmlosen. Beispielsweise fand kurz darauf in Leipzig fand eine Querdenken-Demonstration statt, wo man hier die vorderste Front sieht, organisierte Neonazis, die das mit organisiert haben, die den Weg freigeboxt haben, die Journalistinnen angegriffen haben und dahinter aber eben auch Leute, die aussehen wie du und ich, also Leute, wo man jetzt nicht erstmal nicht erkennen würde, dass sie dieser Szene irgendwie zugehörig sind. Und weil eben diese anderen Leute da auch sind und weil das sozusagen nicht so in der Logik des Verfassungsschutzes jetzt nicht eindeutig als in Anführungszeichen rechtsextrem zu klassifizieren ist, sondern doch noch irgendwie ein besonderes Phänomen hier darstellt, hat dann zum Beispiel auch Roland Wöller, der Innenminister in Sachsen, sich dazu hinreißen lassen, zu behaupten, diese Demonstration sei überwiegend friedlich verlaufen, während man ganz eindeutig gesehen hat, also Videoaufnahmen davon existieren, wie Journalistinnen angegriffen worden sind. Das ist eigentlich eine ähnliche Situation, wie er als Maaßen die Lüge verbreitet hätte, es hätte in Chemnitz keine Hetzjagden gegeben. Auch möchte ich erwähnen, dass dieses Phänomen keineswegs neu ist, auch wenn es viele sich davon überrascht gezeigt haben, aber es ist kein neues Phänomen, diese Querfront-Demonstration, sondern das letzte große Aufbäumen davon hatten wir eigentlich 2014, 2015 bei den sogenannten Montagsmahnwachen für den Frieden. Das waren verschwörungsideologische Foren, die zu ihrem Höhepunkt in über 80 deutschsprachigen Städten gleichzeitig stattgefunden haben, also sehr dezentral organisiert waren. Es gab sehr viele Ortsgruppen, so eine Politik des offenen Mikrofons, wo aber sich ganz ähnliche Konstellationen von Protestierenden zusammengefunden haben und auch ein ganz ähnliches Führungspersonal da vertreten war. Also hier zum Beispiel abgebildet Jürgen Elsässer, der Herausgeber vom Kompaktmagazin und der in ganz großen Anführungszeichen alternative Ökonom Andreas Popp, Ken Jebsen war natürlich auch dabei etc. Also dieses Phänomen ist keineswegs neu. Zurück zu der sonderlichen Frage, was hält diese Leute eigentlich zusammen oder warum fällt es sozusagen nicht an den inneren Widersprüchen auseinander? Und damit will ich keineswegs sagen, dass das nicht irgendwann passieren kann. Also ich glaube, dass wenn die Impfung mit den Mutationen irgendwie Schritt halten kann, dann wird es irgendwann den Punkt geben, wo auch diese Querdenkenbewegung sich spaltet in vielleicht eher gemäßigtes, verschwörungstheoretisches, friedensbewegtes Milieu und das organisierte völkisch-rechte Milieu. Gleichzeitig können diese Allianzen auch immer wieder neu belebt werden. Was so absonderlich noch ist, dass neben dem, dass sie sich wahrscheinlich politisch ganz unterschiedlich positionieren würden, ist, dass sie noch nicht mal die gleichen Verschwörungstheorien teilen. Also wenn man die Leute dort fragt, was ist denn jetzt eigentlich mit Corona los, was ist denn das Geheimnis dahinter, dann werden die entweder sagen, ja, Corona gibt es überhaupt nicht, das ist eine Erfindung der Presse, oder sie werden sagen, Corona ist ein Virus, den George Soros verbreitet hat, oder sie werden sagen, Corona gibt es, aber es ist eine Naturgewalt, wir können eh nichts dagegen tun, oder es ist in einem Geheimlabor in Wuhan entstanden etc. Und auch wenn man sie fragt, wer steckt denn jetzt dahinter, dann werden die sagen, George Soros steckt dahinter, Bill Gates steckt dahinter, das Merkel-Regime, China, der CIA, Israel, die Bilderberger, Rockefeller, Rothschild, Ostküstenkapital, Zinsgeldknechtschaft, die Reptiloiden, die Illuminaten, die Freimaurer die und so weiter und so fort. Also es ist eine endlose Aneinanderreihung von Chiffren. Und zum Teil, wenn man sich Reden von Attila Hildmann oder so anhört,
merkt man da auch, wie er sich ständig auch selber widerspricht, also sozusagen, wer der eigentliche Drahtzieher dahinter sein soll, das ist sozusagen vollkommen egal. Also es kommt nie ein Punkt, wo da jemand mal einhakt und sagt, ich möchte darüber jetzt aber Klarheit haben. Attila, sag uns bitte, ist es George Soros oder ist es Bill Gates? Wer von den beiden? Das passiert ja nicht, weil es um diese einzelnen Chiffren gar nicht geht, sondern um etwas anderes, nämlich die Struktur der Verschwörungstheorie, die eben auch dafür verantwortlich ist, möchte ich meinen, dass diese Masse zumindest für diesen Zeitpunkt zusammenhalten kann, weil diese Struktur von allen geteilt wird. Die Art, sich die Welt zu erklären, auf die Welt zu schauen, von allen geteilt wird. Diese Struktur ist eigentlich recht simpel. Also die Struktur der Verschwörungserzählung ist meines Erachtens viel, viel wichtiger als ihr Inhalt, was uns auch so ein bisschen entlastet, weil das bedeutet, wir müssen auch nicht alle Verschwörungstheorien kennen und nicht alle entkräften können. Sondern es reicht eben, wenn wir die Struktur verstanden haben und wissen, wie man die Struktur kritisiert und was man sozusagen dagegen unternehmen kann. Und die Struktur ist immer die gleiche, nämlich dass es eine finstere, eine sinistere Fremdgruppe gibt, zu der man natürlich nie selber gehört, die im Geheimen die Fäden, die Geschicke der Welt lenkt. Man selbst gehört dann zur Masse der Beherrschten, hat aber diese Herrschaft durchschaut. Und das unterscheidet einen von den Schafen, die also nur dumm in der Herde mitlaufen und bringt einen in so eine ganz missionarische Position, eine auserwählte Position, diese Schafe aufzuwecken. Also die dazu zu bringen, dass sie eben auch an die Verschwörung glauben. Und tatsächlich ist diese Fantasie, dass es eine ganz große Masse hinter einem gibt, auch gar nicht so furchtbar falsch. Es gibt vielleicht nicht in dem Sinne, wie die Verschwörungsideologen das annehmen. Es gab beispielsweise von der Friedrich-Ebert-Stiftung 2019 eine Studie, wonach rund mehr als ein Drittel der Bevölkerung geglaubt hat, dass Politiker und andere Führungspersönlichkeiten nur Marionetten der dahinterstehenden Mächte seien. Die Zahlen wurden jetzt eigentlich nochmal identisch so repliziert von der neuen Ausgabe der Memo-Studie, wo es auch wieder ein Drittel ist, was sozusagen diese Annahme teilt. Wenn man da auf ganz spezifische Verschwörungstheorien schaut, glauben zum Beispiel 7%, dass Ebola kein natürlicher Virus, sondern Ergebnis eines Biowaffenprojekts der USA ist. 6% glauben, dass der französische Geheimdienst hinter dem Anschlag auf Charlie Hebdo steckt. Und jetzt kann man sagen, 7%, 6%, das sind zwar hochgerechnet immer noch ein paar Millionen, aber das sind zwar definitiv nicht die Mehrheit, aber das sind ganz, ganz spezifische Verschwörungstheorien. Und wenn man dann populärere anschaut, wie zum Beispiel 9-11-Truther, also Leute, die glauben, dass das World Trade Center nicht von Al-Qaida zum Einsturz gebracht worden ist, sondern zum Beispiel gesprengt worden ist oder so, dann, das ist jetzt leider ein bisschen veraltet die Zahl, aber 2003 hat nach einer Umfrage rund ein Fünftel der befragten Deutschen geglaubt, dass die US-Regierung die Anschläge vom 11. September selbst in Auftrag gegeben haben könnte. Also 20%, das ist wirklich, also Verschwörungserzählungen, Verschwörungsideologien, Verschwörungsmythen, das sind Massenphänomene. Es wäre sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn wir selber niemanden kennen oder vielleicht mit niemandem befreundet sind oder zusammenarbeiten, der oder die an die eine oder andere Verschwörungserzählung glaubt. Ich würde sagen, und dass das Problem noch weitergeht, und da schmücke ich mich jetzt ausnahmsweise, schmücke ich mich in diesem Fall mit fremden Federn, nämlich mit dem neuen Buch von Thomas Ebermann, der eben darauf hinweist, dass sozusagen das Irrationale, was in den Verschwörungsideologien drinne steckt, dass das noch sehr, sehr viel weiter verbreitet ist als die Erzählungen selbst. Also dass es sozusagen einen starken Hang auch zum Irrationalen gibt, der auch damit zusammenhängt, dass die Gesellschaft einfach nicht vernünftig eingerichtet ist und dass sich eben auch in den Subjekten, in einzelnen Individuen spiegelt. Beispielsweise, also ein Beispiel, was er dann ranzieht, was auch Adorno immer wieder bemüht, ist zum Beispiel, dass Leute an Horoskope glauben oder so, was viel, man vielleicht so als eine Privatmarotte abtun kann und das ja auch irgendwie okay ist, aber sozusagen problematisch wird es, wenn diese irrationalen Momente, dieser irrationale Glauben dann in Politik überführt wird. Und Thomas Ebermann schreibt, aber periodisch bricht das harmlos Private ins unübersehbar Politische durch, ist für diese Möglichkeit auf dem Sprung. Die Überzeugung, Rationalität sei das Normale, ist falsch. Unterm Bann der zehn Irrationalität des Ganzen ist normal auch die Irrationalität der Menschen. Also es ist ein Alltagsphänomen. Sie und die Zweckrationalität ihres praktischen Handelns klaffen weit auseinander, aber Irrationalität ist stets auf dem Sprung, auch diese Zweckrationalität im politischen Verhalten zu überfluten. Zitat Ende. Wir kennen das. Der funktionierende, im Berufsleben normal erscheinende Mann, der plötzlich überbordend irrsinnig wird, wenn es um private Weltanschauungen geht. Zeugen eines solchen Phänomens werden wir gerade. Also es schlummert sozusagen in den Leuten drinne und bricht in Krisensituationen aus. Weshalb, das sagt uns zum Beispiel auch die Einstellungsforschung, wir zum Beispiel auch nicht sagen können, dass Verschwörungs
Ideologien gerade irgendwie mehr geworden sind oder so, sondern sie werden nur sehr, sehr viel sichtbarer, als sie es vielleicht vorher noch waren. Dann komme ich, du sagst mir, wann eine halbe Stunde um ist. So, und, okay, danke. Komme ich dazu, nochmal weiter darauf einzugehen, wie die was die Verschwörungstheorie überhaupt macht oder wie die sozusagen funktioniert und was es den Leuten auch bringt, daran zu glauben. Ich würde sagen, dass Verschwörungstheorien der gescheiterte Versuch sind, sich selbst über die Welt aufzuklären. Also man will etwas über die Welt verstehen, man will wissen, wie die Phänomene, mit denen man im Alltag konfrontiert ist, wie die zusammenhängen, wie die funktionieren, was deren innerer Zusammenhang ist. Und dieser Versuch der Selbstaufklärung scheitert allerdings kolossal. Dabei schafft die Verschwörungstheorie allerdings eine vermeintliche Sicherheit in einer unübersichtlichen, in einer chaotischen, in einer sehr komplexen Welt. Sie suggeriert den Leuten sozusagen, immer schon Bescheid zu wissen, nicht angelogen werden zu können, einen uneingeschränkten Zugriff auf die Wahrheit zu haben. Also wenn man mit Verschwörungsideologen, die da wirklich tief drin hängt, das Pech hat, mit denen zu diskutieren, dann wird man niemals so einen Satz hören wie, ich weiß es nicht oder ich muss mich darüber noch informieren oder ich kann dazu nichts sagen. Die können immer zu allem was sagen, die wissen immer über alles Bescheid, weil sie sozusagen diese Meta-Erzählung haben, die alles, was um sie herum passiert, in dieses Narrativ einsortiert und auf das sie sich immer wieder Bezug nehmen können. Auf alles, was um sie herum passiert, ist bewusst gesteuert, ist sozusagen Ergebnis des Handelns der vermeintlichen Verschwörerinnen und Verschwörer, und dadurch kann man sich sozusagen bestens in der Welt zurechtfinden. Und es reduziert natürlich vor allen Dingen innere Anspannung, Gefühle wie zum Beispiel Ängste, beispielsweise jetzt in der Corona-Pandemie werde ich vielleicht krank oder Leute, die mir nahestehen, werden die vielleicht krank. Gefühle von Überforderung, ich verstehe das alles nicht, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, ich weiß nicht, wie ich handeln soll. Oder Gefühle von Einsamkeit, ich muss mich isolieren, ich bin abgeschnitten von allen möglichen und in der Gruppe der Verschwörungsgläubigen finde ich sozusagen eine Gemeinschaft, mit der ich zusammen auf die Straße gehen kann oder ins Einkaufszentrum etc. Wie die Verschwörungstheorie dabei vorgeht, ist, dass sie eben allerorts Intentionalität unterstellt. Also es gibt sozusagen immer ein Bewusstsein, das hinter den Dingen steckt und das alle Dinge steuert. Deshalb sprechen wir da zum Teil auch davon, dass es alltagsreligiöse Züge hat, weil diese Unterstellung von einem allmächtigen Bewusstsein, was sozusagen die ganze Welt um mich herum orchestriert, das ist praktisch der säkularisierte Glaube an Gott. Also die Verschwörer sind allmächtig, die stecken hinter allem, die können alles kontrollieren. Und beerbt damit sozusagen auch gewissermaßen auch religiöse Vorstellungen. Und wenn wir davon ausgehen, dass es religiöse Vorstellungen beerbt, dann wissen wir schon sozusagen, wie schwierig das auch ist, dagegen vorzugehen. Ne? Weil man kann Leuten Religion nicht ausreden. Und bei Verschwörungsideologen, die da tief drin stecken, verhält es sich eigentlich häufig ähnlich. Zu der Frage jetzt endlich, was das denn eigentlich alles mit Antisemitismus zu tun hat. Zum Teil springt es einem eben ganz manifest ins Gesicht. Einmal, wenn man zum Beispiel auf den Telegram-Kanal von Attila Hildmann oder so schaut, das ist mittlerweile nicht mehr kodiert, das ist nicht mehr über Umwege formuliert. Er schreibt, die Juden beherrschen die Welt. Also das ist sozusagen wortwörtlich in diesem Telegram-Kanal. Als ich das letzte Mal geschaut habe, waren 120.000 Menschen drin, die das abonniert haben und da mitlesen. Es gibt da eigentlich kaum Widerspruch. Das ist aber häufig so bei diesen halboffenen sozialen Netzwerken, weil man eben auch Leute rausschmeißen kann oder das sozusagen viel besser moderieren kann als in den sozialen Netzwerken wie Facebook, wo es nicht geschlossene Gruppen gibt etc. Da springt es einem sozusagen ins Gesicht, aber springt einem auch ins Gesicht, wenn man sich den Geschichtsrevisionismus, über den du hier vorhin schon ein Wort verloren hast, bei diesen Demonstrationen anschaut. Also links auf dem Bild sehen wir einen T-Shirt-Aufdruck, den man ganz häufig gesehen hat bei diesen Demonstrationen, wo jemand sich einen Judenstern, also den gelben Fleck, den die Nationalsozialisten den Jüdinnen und Juden angeheftet haben, um sie im öffentlichen Raum sichtbar zu machen, aufs T-Shirt gedruckt hat und anstelle von Jude steht da eben drauf ungeimpft. Diese T-Shirts sehen wir, also hat man schon ganz am Anfang, als es noch Hygienedemos sieht, hat man das schon in München gesehen, dass Leute damit rumgelaufen ist. Das ist auch hier ein Foto aus München, wo jemand damit rumgelaufen ist, also wo ganz klar man sich selber an die Stelle der Opfer der Shoah setzt und damit natürlich die Shoah verharmlost. Oben rechts sehen wir Jana aus Kassel, ist so ein Videoclip, der viral gegangen ist auf Twitter. Jana aus Kassel hat ihre Rede bei Querdenken in Hannover damit begonnen, mit den Worten, ich bin Jana aus Kassel und ich fühle mich wie Sophie Scholl.
Das ist dann viral gegangen, weil dann Ordner lautstark den Dienst quittiert hat und gesagt hat, okay, das reicht ihm jetzt irgendwie. Die Rede hat aber trotzdem stattgefunden. Also die ist dann von der Bühne, ist aber später wieder auf die Bühne, hat wieder angefangen. Ich bin Jana aus Kassel und fühle mich wie Sophie Scholl. Und unten sehen wir eben eine Gleichsetzung. Das Ermächtigungsgesetz von 33 mit dem Bevölkerungsschutzgesetz von 2020 und diese Vergleiche von den Sicherheitsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie mit dem Nationalsozialismus und sich selber zu vergleichen mit den Opfern der Shoah, mit Jüdinnen und Juden zu vergleichen oder mit Widerstandskämpfern zu vergleichen, das ist sozusagen etwas, was bei diesen Querdenken-Demonstrationen eigentlich immer als so ein Grundsound mitläuft. Also das ist aus diesen Demonstrationen überhaupt nicht rauszudenken. Das sind ja keine Einzelfälle oder so, die mal auftreten, sondern das läuft eigentlich kontinuierlich dabei mit. Und was man dann natürlich macht, das sind zweierlei. Einerseits dämonisiert man sozusagen die Bundesregierung, indem man sie mit dem NS gleichsetzt, verharmlost im gleichen Atemzug natürlich den Nationalsozialismus, wehrt sich aber auch, oder das ist glaube ich auch eine Intention, die dahinter steckt, wehrt sich präventiv gegen den Vorwurf, mit Faschisten zu paktieren, weil man fühlt sich ja sozusagen auf Seite der Opfer des deutschen Faschismus. Die Rechnung geht natürlich nicht auf und das ist tatsächlich auch etwas so weit verbreitet Verschwörungsideologien noch sind, möchte ich nicht vorenthalten, dass diese Form des Geschichtsrevisionismus bei den Protesten tatsächlich nicht mehrheitsfähig ist. Zumindest nach den Umfragen der aktuellen Memo-Studie, da finden die raus, dass die überwältigende Mehrheit das stark ablehnt, diese Vergleiche von der gegenwärtigen Lage in Corona zum Nationalsozialismus. Ich glaube, 7% sind da offen und 3% stimmen dem zu oder so. Das sind immer noch super viele Menschen, aber es ist eine deutliche Minderzahl, das sieht dann nochmal ein bisschen anders aus. Das Problem geht allerdings weiter. Ich würde sagen, dass es zwischen Verschwörungsideologien und Antisemitismus einen strukturellen Zusammenhang gibt. Moderner Antisemitismus seit der Moderne belegt Jüdinnen und Juden letztlich mit exakt den gleichen Eigenschaften, die den vermeintlichen Verschwörern und Verschwörerinnen angeheftet werden. Also das sind solche Zuschreibungen wie, sie sind ganz mächtig, aber körperlich ganz schwach. Zum Beispiel bei Hildmann kann man das wirklich wie aus dem Lehrbuch herauslesen. Also wie er sich sozusagen auch immer über die Körperhaltung von Bill Gates mokiert oder wie unsportlich George Soros ist oder so. Ne? Also das sozusagen gehört immer noch dazu, dass sie körperlich ganz schwach sind, aber ganz mächtig. Deshalb müssen sie im Verborgenen agieren. Sie haben keine Heimat, sondern sind wurzellos, ziehen umher, sind Globalisten, Globalisierer, Kosmopoliten. Sie würden deshalb versuchen, das Volk oder die Nation zu zerstören, entweder von innen heraus oder indem sie versuchen, die in Kriege mit anderen zu stürzen. Sie ziehen umher, sowas geschlechtlich Ambivalentes steckt da häufig auch mit drin in dem Vorwurf. Es sind die paradetypischen Bilder des modernen Antisemitismus, die im Kontext des modernen Antisemitismus entstanden sind, die hier auf die Verschwörer und Verschwörerinnen praktisch oder versucht werden, sie darauf zu münzen. Das Ganze ändert sich auch nicht dadurch, oder die Struktur dieser Argumentationsweise ändert sich auch nicht dadurch, wenn die vermeintlichen Verschwörerinnen und Verschwörer nicht jüdisch sind, also wie zum Beispiel Bill Gates oder so. Die Struktur bleibt die gleiche, die Erzählung bleibt die gleiche und wir haben ja vorhin gesehen, dass diese Chiffren, diese Bilder, die da eingesetzt werden, vollkommen austauschbar sind, was uns letztendlich sagt, es geht nicht um diese einzelnen Bilder, es geht nicht um die einzelnen Leute, die da eingesetzt werden, sondern es geht um die Struktur dahinter und die ist, würde ich sagen, eine genuin antisemitische Struktur, was man dann auch immer wieder sehen kann, wenn das Ganze in Gewalt sich umschlägt, wenn das Ganze sich in Gewalt entlädt, dann trifft die Gewalt nämlich Jüdinnen und Juden, entweder als Einzelpersonen oder als jüdisch erkennbare Einrichtungen, Synagogen, Schulen, Friedhöfe, die sind die Ziele von Anschlägen. Ich hatte eine Diskussion mit einem Wissenschaftler, der auch ein sehr spannendes Buch über Verschwörungsideologien geschrieben hat, der aber auch meinte, oh ja, manchmal geht es, ich darf hier nicht nachäffen, aber der meinte, ja, manchmal geht es eben auch, geht es dann auch einfach um die Freimaurer sozusagen in den Verschwörungsideologien. Und ich meinte dann, der Überzeugung bin ich auch, es gibt aber Freimaurerlogen. In Frankfurt gibt es eine Freimaurerloge, man kann da ist auch ein Café drin, man kann da Longdrinks trinken und so weiter und so fort. Und da muss kein Polizeischutz davor stehen, die werden nicht angegriffen. Es gibt unglaublich viele Verschwörungstheorien gegen die Freimaurer, aber die sind nicht Ziel dieser Kampagnen. Also wenn es sich entlädt, wenn es sich in Gewalt umschlägt, dann gegen Jüdinnen und Juden. Und das wissen die Leute, die tief in Verschwörungsideologien drin sind, in der Regel auch, weshalb sie dann häufig auch so Chiffren benutzen wie, ihr wisst ja wer, aber man darf es ja nicht sagen in Deutschland oder sowas. Also wirklich nur noch den Platzhalter einsetzen. Und die Leute, die das hören, verstehen das schon irgendwie, weshalb ich sagen würde, Verschwörungstheorien sind strukturell antisemitisch. Wie viel Zeit habe ich noch?
20 Minuten. War super. Cool. Alle zwei Welt nimmst du dir. Nehme ich mir noch einen Schluck Wasser. Kann auch ein langer Schluck Wasser sein. Ist auch sehr warm. Es ist extrem warm. Aber langsam wird es angenehm. Ich würde sagen, dass dieser Zusammenhang oder diese Idee über Antisemitismus, die Welt zu erklären, eben sehr viel mit der Geschichte von Antisemitismus, mit der Entstehungsgeschichte von Antisemitismus zu tun hat. Und da springe ich jetzt mal kurz rein, nicht ganz an die Anfänge von Antisemitismus. Antisemitismus gibt es natürlich avant la lettre, also da gab es natürlich lange noch nicht den Begriff. Aber es gibt schon Judenfeindschaft in der Antike, da ist die Quellenlage natürlich sehr schwierig. Aber ich überspringe das alles und springe so ein bisschen rein beim christlichen Antijudaismus. Es gibt auch einen islamischen Antijudaismus, aber ich gehe jetzt hier erstmal auf den christlichen ein. Und da vor allen Dingen auf so Bilder, die in der Zeit des Mittelalters, und das ist jetzt auch eine ungebührliche Verkürzung, weil das Mittelalter ist eine sehr lange Zeitspanne, in der sehr, sehr viel passiert ist und regional gab es sehr viele Unterschiede, aber die in dieser langen Zeitspanne des Mittelalters immer wieder periodisch aufgekommen sind. Bilder wie die Ritualmordlegende, dass Jüdinnen und Juden Christenkinder entführen und rituell ermorden würden, dass sie Brunnen vergiften, die Brunnenvergiftung ist ein anderes Bild, oder dass sie Seuchen verbreiten, wie beispielsweise die Pest. Diese ganzen Bilder des christlichen Antijudaismus, oder vielleicht nicht alle, aber viele dieser Bilder, haben eine Sache gemein, nämlich sie reagieren auf bestimmte Ereignisse, die als sehr schmerzhaft, als katastrophal erlebt werden, die man sich damals nicht erklären konnte. Und zwar handelt es sich dabei um naturhafte Ereignisse, also Ereignisse wie plötzlicher Kindstod. Im Mittelalter gibt es eine hohe Kindersterblichkeit, das ist leider etwas ganz Alltägliches gewesen, dass Kinder morgens nicht mehr in der Krippe aufwachen, das Brunnenwasser kippt, das kann ganz leicht passieren, wenn da zum Beispiel eine Maus oder eine Ratte drin verendet und dann ist es plötzlich ungenießbar. Oder wie Seuchen verbreitet werden, darüber wissen wir, glaube ich, heute mehr, als wir jemals zu wissen erhofft hatten, aber im Mittelalter gibt es dieses Wissen natürlich noch nicht. Gibt es nicht kein naturwissenschaftliches Vokabular, um sich darüber aufzuklären, um sich darüber Gewissheit zu verschaffen. Und was jetzt der Antijudaismus macht, ist, dass er sich versucht oder reagiert auf diese natürlichen Katastrophen, in denen Jüdinnen und Juden dafür verantwortlich gemacht werden. Die stecken sozusagen dahinter. Die haben das Kind umgebracht, die haben den Brunnen vergiftet, die haben die Seuche verbreitet. Das Ganze hat den Nebeneffekt, gerade im christlichen Glauben, dass es die Vorstellung eines gerechten Gottes intakt lässt und damit die uralte christliche Frage der Theodizee beantwortet, natürlich auch schief beantwortet, aber irgendwie eine alltagspraktische Antwort drauf gibt, nämlich die Frage, wie kann es denn sein, dass guten Menschen etwas Schlechtes passiert, wenn es doch einen gerechten Gott gibt? Es gibt da theologisch sehr komplizierte Antworten auf die Frage, aber eben die viel alltagspraktischere Variante ist zu sagen, weil die Juden im Verbund mit dem Teufel uns das eingebrockt haben. Und in der Folge wurden Jüdinnen und Juden eben immer wieder in Ghettos eingesperrt, vertrieben, Pogromen ausgesetzt oder es wurde versucht, sie zwangs zu bekehren. Also es geht sozusagen darum, natürliche Katastrophen zu erklären. Dann ist etwas passiert und ich entschuldige mich für diese etwas unübersichtliche Folie, nämlich das Zeitalter der Moderne bricht an. Die Moderne ist eine Epoche, die aus einer Vielzahl von Prozessen charakterisiert ist, von denen ja auch längst nicht alle genannt sind, die zum Teil über einen sehr langen Zeitraum abliefen, zum Teil über einen eher kurzen Zeitraum, die sich gegenseitig stützen, gegenseitig bedingen, gegenseitig voraussetzen, die ineinandergreifen immer wieder und die in ihrer Gesamtheit dazu geführt haben, dass nichts mehr in den Gesellschaften, kein Lebensbereich in den Gesellschaften so war wie davor. Also praktisch die Gesellschaften umgekrempelt haben, überhaupt, dass es so etwas wie Gesellschaften oder dass es einen Gesellschaftsbegriff gibt oder so. Das sind Effekte der Moderne, die also komplett die feudale Lebenswelt umgekrempelt haben. Prozesse wie die Industrialisierung, also die neue Produktionsweise, die Herausbildung von Nationalstaaten, diese Säkularisierung, also den Bedeutungsverlust von Religionen in der öffentlichen Sphäre, die Verstädterung, dass die Städte immer größer werden, die Leute vom Land in die Stadt ziehen, die Gründung von politischen Gemeinwesen etc. Das sind alles diese Prozesse, die in ihrer Gesamtheit sozusagen das ausmachen, was wir als Moderne verstehen. Und diese Prozesse haben zum einen ein großes Meer an Freiheit mit sich gebracht, beispielsweise dank der Industrialisierung schwimmen wir heute in einem Meer aus Waren. Wir sind nicht mehr der Willkür
einer Feudalherrschaft ausgesetzt, sondern sozusagen können wählen etc. Also es gibt sozusagen Vorteile, die die Moderne mit sich gebracht hat. Auch die Nationalstaaten waren sozusagen in ihrem Entstehen sozusagen erst auch mal so eine Befreiungsbewegung, der Versuch irgendwie das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Da hat schon immer auch was anderes drin gesteckt, aber dieses Moment war eben auch da drinne. Und gleichzeitig bringen diese ganzen Prozesse aber nicht nur mehr an Freiheit, sondern eben auch wieder bringen ihre eigenen Katastrophen mit sich. Beispielsweise war es vielleicht im Feudalismus noch möglich, dass ich die Zunft meines Vaters übernommen habe, wie sein Vater vor ihm, wie sein Vater vor ihm, wie sein Vater vor ihm und so weiter. Und ich wusste sozusagen, wo das alles lang geht. Und mit der Herausbildung der Industrialisierung und des Kapitalismus ist das sozusagen vorbei. Kapitalismus ist jeder Einzelne überflüssig und prinzipiell austauschbar, was bedeutet, ich muss mich in die Lohnabhängigkeit begeben, bin einer Konkurrenz unterworfen, Lohndruck unterworfen und muss vielleicht 14, 16 Stunden in der Fabrik arbeiten und nicht nur ich, sondern meine ganze Familie muss vielleicht in der Fabrik arbeiten, das in einer Nation, die mit einer anderen im Krieg liegt. Das Ganze lässt sich noch nicht mal irgendwie noch religiös mit Sinn aufladen, weil Gott ist tot. Wir leben in überfüllten Großstädten, beengten Wohnverhältnissen, regiert von Parlamenten, die in permanenten Streit miteinander liegen. Also was ich damit sagen will, ist sozusagen, dass diese ganzen Prozesse der Moderne auch wieder schmerzhafte, katastrophale Seiten hatten, weshalb dann wieder auf das alte Ressentiment zurückgegriffen worden ist, beziehungsweise das alte Ressentiment aktualisiert worden ist. Die Jüdinnen und Juden sind für diese gesellschaftlichen Katastrophen verantwortlich. Also die Gesellschaft ist dermaßen abstrakt, Herrschaft ist dermaßen abstrakt und schwer zu durchschauen geworden, dass es mir wie früher eben die Natur, ich die Natur nicht verstehen konnte, ich jetzt die Gesellschaft nicht verstehe, die mir wie eine Naturgewalt gegenübertritt, auf die ich das Gefühl habe, ich habe überhaupt keinen Einfluss darauf, ich kann daran nichts ändern, die Gesellschaft ist so. Und wir sind dem vollkommen unterworfen, sie tritt mir wie eine Naturgewalt entgegen und ich verstehe sie nicht und sie produziert aber Leid und um damit umzugehen, um Handlungsfähigkeit zu suggerieren, wird dieses Leid eben wieder den Jüdinnen und Juden zugeschrieben, die dafür verantwortlich sein. Das heißt dann beispielsweise, die Industrialisierung wäre doch gar keine so schlechte Sache, die Produktion, die etwas herstellt und so weiter, wäre doch keine schlechte Sache, wäre dann nicht auch diese abstrakte Seite der Arbeit, die den Wert abschöpft, die Heuschrecken, die Blutsauger und so weiter, so alles in Anführungszeichen, diese ganzen Bilder, die aufgekommen sind. Und zu all diesen Prozessen gibt es eben auch ein antisemitisches Gegenstück, was sozusagen versucht, mit den schmerzhaften Seiten dieser Prozesse umzugehen, weshalb beispielsweise auch der Politikwissenschaftler Samuel Salzborn davon spricht, Antisemitismus sei wie eine negative Leitidee der Moderne gewesen, die Moderne sozusagen von Anfang an mit begleitet. Und ich glaube, es sollte so ein bisschen deutlich geworden sein, worauf ich hinaus will. Also es gibt eine Fokusverschiebung weg von der Feindschaft gegen Jüdinnen und Juden zur Erklärung naturhafter Phänomene hin zur Erklärung gesellschaftlicher Katastrophen. Genau. Es gibt so eine Kurzdefinition auch von Samuel Salzborn, die ich ganz treffend finde, sozusagen um diese Konstellation einzufangen. Es ist wie bei allen Definitionen von Antisemitismus, die es natürlich, also es gibt, also über das Phänomen lassen sich Bibliotheken füllen und so einer Kurzdefinition kann natürlich nicht alles drin sein. Aber ich finde diese das trotzdem sehr griffig, weil sie sozusagen dieses Phänomen von Antisemitismus in der Moderne sehr, finde ich, sehr gut auf den Punkt bringt. Salzborn schreibt: Antisemitismus ist die Unfähigkeit oder der Unwillen, abstrakt zu denken und konkret zu fühlen. Was ist damit gemeint? Also den ersten Part haben wir schon so ein bisschen gestreift, also die Unfähigkeit oder der Unwillen, abstrakt zu denken, meint letztendlich, dass ich nicht gewillt oder nicht in der Lage bin, Gesellschaft auf dem Komplexitätsgrad, auf dem sie sich nun mal vollzieht, zu verstehen, sondern immer wieder mich in die Verdinglichung flüchte, also immer wieder versuche, die abstrakten Verhältnisse konkret werden zu lassen, besser gesagt pseudokonkret werden zu lassen, indem ich sie einer bestimmten Personengruppe anhafte, die sozusagen die steuert oder dafür lenkt oder dafür verantwortlich ist, indem ich versuche, das ganze Phänomen einzugrenzen auf Leute, denen ich habhaft werden kann. Ich kann nicht beim Kapitalismus klingeln und mich über meine Miete beschweren oder über meine Lohnabhängigkeit beschweren, sondern
es ist sozusagen, es suggeriert viel, viel mehr Handlungsfähigkeit, wenn ich Leute ausmachen kann, die speziell dafür verantwortlich sind. Und das sind sozusagen traditionell seit der Moderne immer wieder Jüdinnen und Juden, die schon vorher mit der Zirkulationssphäre, mit Handel etc. immer wieder assoziiert worden sind. Mit dem Gegenstück, mit der Unfähigkeit oder dem Unwillen konkret zu fühlen, ist dann letztendlich gemeint, dass Gefühle, die sich ja im Idealfall auf einen konkreten anderen richten, die ich zum Beispiel liebe, weil er oder sie ganz anders ist als ich und weil wir tolle Gespräche haben oder so und weil ich die Person einfach mag, sozusagen wie sie ist, sondern dass sich solche Gefühle der Affektion, der Zuneigung, der Liebe nicht mehr auf konkrete Personen richten, sondern auf Abstraktes, auf Ideen wie das Volk, die Nation, Deutschland, die eigene, in Anführungszeichen, Rasse oder sowas. Ne? Also, dass sich darauf sozusagen die Gefühle lenken auf abstrakte Ideen. Und auch, dass sich negative Gefühle, wie zum Beispiel Hass, nicht mehr auf konkrete Einzelne richten, die mir zum Beispiel Schaden zugefügt haben, sondern auf ein abstraktes Kollektiv, was mir sozusagen entgegensteht, was meine Gemeinschaft bedroht, die Volksgemeinschaft bedroht, die Nation bedroht, das Volk bedroht etc. Das bedeutet, dass sich andere Leute in dieser Art zu denken auch nur noch als Exemplare von der Idee oder von den Kollektiven wahrnehmen kann, die sie angeblich vertreten. Also ich nehme den anderen überhaupt nicht mehr als anderen wahr, sondern nur noch als Stellvertreter für die Gruppe oder die Idee, bei der ich ihn oder sie lokalisieren würde. Das Ganze ist eigentlich ziemlich traurig für Menschen, die so denken, weil die verlieren dadurch unglaublich viel. Die verlieren dadurch letztendlich auch ein Stück von sich selber oder verlieren sich eigentlich selber. Wenn ich andere nicht mehr als andere wahrnehmen kann, sondern nur noch sozusagen, sind die mir ähnlich oder sind sie mir nicht ähnlich? Oder sind sie mir gleich oder sind sie mir nicht gleich? Wenn ich nur noch nach diesen Kriterien vorgebe, dann verliere ich auch die Fähigkeit, mich im anderen zu spiegeln. Also wir wissen ja, dass wir über uns selber auch eigentlich nur Bescheid wissen, weil wir eben mit anderen reden und andere reagieren auf uns und darüber wissen wir, wie wir selber eigentlich so sind. Und wenn ich sozusagen den anderen nicht mehr als anderen wahrnehmen kann, verliere ich dadurch auch mich selber und habe nur noch dieses traurige, erbärmliche, verarmte Kollektiv, an dem ich dranhänge, was den kompletten Platz meiner selbst okkupiert hat. Und so tief kann diese Ideologie letztendlich gehen. Genau. Zuletzt möchte ich noch auf die Frage eingehen, was man denn eigentlich tun kann oder wie man gegen so eine Ideologie, die wie gesagt sehr, 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 sehr tiefgreifend ist, die ganze Person eigentlich engagiert, die daran glaubt, die emotional extrem aufgeladen ist, was man dagegen eigentlich noch machen kann, was man gegen eine Alltagsreligion machen kann. Und häufig, also ich bin ja in der Bildungsarbeit unterwegs und häufig wird die Frage gestellt, wie holen wir Verschwörungsideologen da wieder raus? Und ich würde sagen, dass wenn jemand tatsächlich tief da drin steckt und aus vollstem Herzen dran glaubt, das wirklich, wirklich nicht einfach ist und ich das sozusagen durch eine Argumentation über auf Faktenbasis oder so eigentlich auch nicht schaffen kann. Also ich kann genau wie beim Antisemitismus, ich kann Verschwörungsideologien nicht argumentativ entkräften. Ganz im Gegenteil, wenn ich das versuche und die Person glaubt da wirklich sehr, sehr stark dran, laufe ich zum Teil Gefahr, das als etwas zu akzeptieren, als etwas zu legitimieren, über das es sich zu diskutieren lohnt, über das sich Argumente auszutauschen lohnt. Wenn mir jemand sagt, das World Trade Center ist nicht durch einen Anschlag von Al-Qaida zum Einsturz gebracht worden, sondern es wurde gesprengt, und ich dann sage, okay, also warum glaubst du das? Und dann sagt die Person mir zum Beispiel, Stahl kann bei der Temperatur, die so ein explodierendes Passagierflugzeug hat, niemals schmelzen. Das ist so eine beliebte Einsteiger-Sentenz, mit den Verschwörungsideologen da um die Ecke kommen. Und ich habe mich vielleicht vorher schlau gemacht und sage dann, ja, Stahl muss sich auch nicht schmelzen, es reicht, wenn er sich biegt und dann bricht das Gebäude zusammen und dann sagt die Person mir aber, das Flugzeug ist nicht voll betankt gewesen und dann komme ich ins Schwitzen und muss überlegen, okay, ich muss das jetzt recherchieren, wann wurde dieses Flugzeug aufgetankt, ich präsentiere ihm die Fakten, dann ist das vielleicht gefälscht gewesen oder fängt mit was Neuem an, der Einflugswinkel war aber so und hier sieht man doch deutlich, es gibt ja auch noch das WTC-5, was zusammengestürzt worden ist und so weiter und so fort und ihr merkt, worauf das hinaus will, ich kann dieses Faktentennis eigentlich nur verlieren. Also ich kann da
ich kann diese Auseinandersetzung nicht gewinnen, weil bis ich das alles entkräftet habe, bis ich das alles widerlegt habe, ist immer schon was Neues parat, immer schon was Neues auf dem Tisch. Und dann kommt eben noch dazu, dass diese Leute zum Teil sehr, sehr viel Zeit damit verbringen, sich da in ihren Verschwörungstheorien fit zu machen. Wenn jemand regelmäßig die Vorträge und Blogartikel und Bücher von Daniele Ganser, das ist so der bekannteste deutschsprachige 9-11-Truther, sich reinzieht, dann labert er mich natürlich an die Wand, ne? Weil also so viel Geheimberichte, angebliche, die er da irgendwie in sich reingeschaufelt hat, kann ich überhaupt nicht entkräften und schon gar nicht im direkten Gespräch. Und gleichzeitig habe ich damit sozusagen signalisiert, wir können darüber sprechen, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Wir können über den vermeintlichen Wahrheitsgehalt von der Verschwörungstheorie sprechen, anstatt über das zu sprechen, um was es eigentlich geht, nämlich eine Verschwörungstheorie. Also deshalb würde ich sagen, was sich sozusagen in der Diskussion im öffentlichen Raum anbietet, ist immer wieder auch den Fokus zu verschieben, weg von so einer Argumentationsschlacht hin zu der Diskussion darüber, was Verschwörungsideologien eigentlich machen, warum sie so gefährlich sind, wie sie operieren, wie ihre Struktur ist etc. und sozusagen dieses Gebiet überhaupt nicht erst zu betreten. Wenn das Ganze nicht im öffentlichen Raum stattfindet, sondern zum Beispiel ein guter Freund oder eine gute Freundin oder Familienmitglied oder so ist, dann sieht es unter Umständen nochmal anders aus. Dann will ich unter Umständen auch den Kontakt nicht gefährden zu der Person. Und das ist eine der leider häufigsten, wie auch traurigsten Rückmeldungen, die ich immer wieder in Workshops gehört habe, von Leuten, die gesagt haben, ich habe das zu lange ignoriert, ich habe das gesehen, dass die Person da abdriftet oder dass sie immer mehr diese Videos sich reinzieht, aber ich wollte unsere Beziehung nicht gefährden. Ich wollte, dass wir gut miteinander sind, ich wollte keinen Streit, ich wollte darüber nicht diskutieren, es war mir irgendwie auch nervig und so und ich wusste auch nicht genau, was ich sagen sollte, habe es ignoriert und dann ist es irgendwann zu spät geworden und die Leute sagen, also die Formulierung ist recht häufig, ich habe eine Person an Verschwörungstheorien verloren. Also der Kontakt wurde irgendwann abgebrochen oder ist ganz sporadisch geworden oder so, also oder man fühlt sich emotional überhaupt nicht mehr verbunden. Und das gibt so ein bisschen, also es ist sehr, sehr traurig und die Leute machen sich häufig dann große Vorwürfe, irgendwie nicht früher reagiert zu haben. Natürlich ist niemand dafür verantwortlich, wenn jemand da rein versinkt in diesen Sumpf, ist niemand dafür verantwortlich. Aber diese Trauer und Selbstvorwürfe, die lassen sich etwaig zumindest vermeiden, wenn man sozusagen die Lehre aus diesen Erzählungen ernst nimmt, nämlich dass niemand wacht morgens auf und ist Verschwörungsideologe, sondern dass es ein Prozess ist, der irgendwann beginnt, der sich über einen gewissen Zeitraum vollzieht und dass es wichtig ist, da so früh wie möglich zu intervenieren und dann beispielsweise die Quellen zu irritieren, andere Quellen reinzugeben. Am Anfang geht das noch relativ gut, also wenn dann Leute anfangen, RT Deutsch zu schauen oder Ken Jebsen zu hören oder so, das für die Leute einzuordnen, da nicht unbedingt schon sofort verurteilen zu sein, sondern zu versuchen, sich die Zeit zu nehmen und vielleicht auch den Konflikt zu nehmen, darüber mit den Leuten zu sprechen, weil dieser Konflikt einem etwaig dann später die Beziehung auch retten kann und die Person davor bewahren kann, da drin abzurutschen. Wenn die Person allerdings schon richtig tief drin steckt, dann würde ich sagen, ist es sinnvoll oder ist eigentlich das Einzige, was noch so wirklich helfen kann, ist tatsächlich eben an den subjektiven Gründen des Verschwörungsglaubens anzusetzen, also an den subjektiven Ursachen, warum die Person diese Ideologie braucht, nämlich eben an diesen Gefühlen wie Ängsten, Überforderungen, Einsamkeit, an denen zu arbeiten, um der Person auch das Gefühl zu geben, du kannst mit diesen Gefühlen der Überforderung, kannst du auch umgehen ohne die Verschwörungserzählung. Du brauchst es sozusagen nicht als Stütze, sondern ich bin für dich da oder andere Freunde sind für dich da, um mit dir auch über Gefühle von Einsamkeit oder so zu sprechen und du hast sozusagen andere Möglichkeiten, an die subjektiven Wurzeln des Problems zu gehen. Natürlich sagt mir der Person nicht, du gehst an die subjektiven Wurzeln, aber sozusagen, also eher zu signalisieren, es gibt eben auch noch andere Möglichkeiten, an ihren Problemen zu arbeiten, als das mit einer Verschwörungserzählung irgendwie zu versuchen, glatt zu bügeln. Und damit wäre ich dann, glaube ich, am Ende und bedanke mich für die Aufmerksamkeit aller, die da sind und bei den Menschen an ihren Endgeräten. Ja, vielen Dank, Tom, für diesen umfangreichen Vortrag zu dem Thema. Ihr hier vor Ort und an allen sämtlichen Bildschirmen, vor denen ihr euch vielleicht gerade trotz des
sehr heißen Wetters befindet, habt jetzt die Möglichkeit, sowohl hier Fragen zu stellen, einfach kurz die Hand zu heben und das, was euch auf dem Herzen brennt, loszuwerden. Oder ihr schreibt die Frage in den Chat und sie kommt dann hier bei meinem Endgerät an und ich kann sie vorlesen und an Tom stellen. Bis dahin habe ich natürlich auch einen kleinen Fragenkatalog vorbereitet. Es ist wieder sehr komisch, Menschen vor Ort vor einem sitzen und auf die eigenen Worte reagieren zu sehen und zu hören. Wir bleiben jetzt ein bisschen beim Thema Verschwörungstheorie erstmal. Du hast dich ja schon sehr lange damit beschäftigt. Zusätzlich bist du auch noch Psychologe, also hast dich schon mit der Psyche von Menschen weitgehend auseinandergesetzt. Gibt es etwas, was Menschen verbindet, die an Verschwörungstheorien glauben? Also kann man da entweder irgendwie einen Bildungshintergrund anführen, das Geschlecht oder irgendwie vielleicht psychische Dispositionen? Also so, gibt es bestimmte Personen, die anfälliger für Verschwörungsglaube sind? Ja, also was sozusagen nicht funktioniert, ist so eine Erklärung, die ganz häufig irgendwie, also so eine Vulgärdeutung, die häufig so in Stellung gebracht wird, dass es irgendwas mit dem Bildungsniveau zu tun hätte oder mit der ökonomischen Schicht, in der die Leute sich befinden. Und das ist eigentlich so relativ widerlegt. Also das Verschwörungserzählungen findet man in allen ökonomischen Milieus oder ökonomischen Schichten, in allen Bildungsmilieus findet man die. Das lässt sich sozusagen darauf nicht eingrenzen. Es gibt halt so, ich meine, es gibt verschiedene Studien, die sozusagen versuchen, über die Disposition Aufschluss zu geben oder was sozusagen die Leute dafür anfälliger macht als vielleicht andere. Einmal muss man dazu sagen, ihr habt ja auch Katharina Nocun demnächst eingeladen, die das Buch zusammen mit Pia Lamberti, mit der ich auch zusammengearbeitet habe, geschrieben hat mit dem Titel Fake Facts und das neue True Facts ist herausgekommen und die rezipieren so sehr viele psychologische Studien auch, die allerdings, muss man auch dazu sagen, gar nicht so umfangreich sind. Also es gibt gar nicht so furchtbar viel Forschung über Verschwörungsideologien, wie man vielleicht denken sollte, ne? Weil das so ein total drängendes Problem eigentlich ist, aber so wahnsinnig viel gibt es dafür nicht und viele der Grundlagenforschung ist tatsächlich Grundlagenforschung aus den 60er Jahren, die zum Beispiel anhand von UFO-Sekten oder so erarbeitet worden ist, also so klassische sozialpsychologische Studien. Ich meine, es gibt dann immer wieder so sehr relativ oberflächliche Deutungsmuster, die jetzt sozusagen auf so einer eher deskriptiven Ebene stattfinden, die auch nicht den Anspruch haben, allein erklären zu sein, wie beispielsweise, dass es ihnen schwerfällt zwischen den Formen von Medien zu unterscheiden oder so, dass es ihnen schwerfällt, eine Nachricht von einem Meinungsartikel zu unterscheiden, dass es ihnen schwerfällt, eine seriöse von einer unseriösen Quelle zu unterscheiden. Ein anderes Beispiel ist, dass sie sehr stark dazu neigen, Minderheitenmeinungen sozusagen zu präferieren, also Meinungen, die ganz, ganz randständig sind oder sozusagen die für gleich glaubwürdig halten. Dass sie Expertenbias heißt es, dass man sozusagen eher geneigt ist, Experten Glauben zu schenken, dass sie das irgendwie nicht so in der Form aufweisen, sondern eben auch Leuten, die keinen Expertenstatus haben oder so, die gleiche Glaubwürdigkeit einräumen. Das sind aber, glaube ich, eher so beschreibende, oberflächliche, und ich will es nicht disqualifizieren, das ist oberflächlich oder so, sondern sozusagen das sind eher so wirklich beschreibende Phänomene, die man sich ja auch irgendwie hätte denken können, sozusagen, wenn man sich die Phänomene anschaut. Ich denke, es ist relativ offensichtlich, es ist offensichtlich und hypothetisch irgendwie zugleich, aber das ist sozusagen in sehr, sehr vielen Biografien der Menschen, die sehr dran glauben, immer auch bestimmte Einschnitte gibt oder sozusagen schmerzhaft erlebte Einschnitte, die sozusagen so überfordernd sind, dass man sich dem dann zugewandt hat. Das muss natürlich nicht immer so sein, es muss nicht immer sozusagen das Ereignis gegeben haben, wo man dann plötzlich dafür anfällig wird, aber sozusagen Krisen, und es kann ja auch ganz unterschiedlich sein, was Menschen als Lebenskrisen wahrnehmen. Manchen passieren die allerschrecklichsten Sachen und sie können damit irgendwie umgehen und manchen passieren jetzt sozusagen weniger dramatische Dinge, aber es ist trotzdem ganz, ganz schlimm für sie, die aber mit diesen Krisen irgendwie nicht besonders gut umgehen können oder sozusagen nicht gelernt haben, da irgendwie auf Ressourcen zurückzugreifen, wie beispielsweise Freunde oder so, um diese Krisen alleine
oder mit, eben mit anderen zusammen zu bewältigen. Und das bringt dann auch zu der einen Frage, die ich gerade ausgespart habe, nämlich dem Geschlechterverhältnis in dem Ganzen. Das hat sich jetzt bei den Querdenken-Demonstrationen anscheinend nicht so ganz repliziert, aber bei den Montagsmahnwachen war da ein deutlicher Überhang von Männern anwesend. Und ich glaube, fast im Verhältnis 70-30. Und auch bei den Agitatoren sind, das ist auch bei Querdenken so, sind es überproportional viele Männer, die das verbreiten und die Agitation verbreiten und die Propaganda machen. Und das verbunden mit dem, was ich vorher sage, die Theorie, die das sozusagen erklären soll, beispielsweise hat Rolf Pohl, ein Sozialpsychologe aus Hannover, das gesagt, ist sozusagen, dass Männer es viel, viel schlechter gelernt haben, mit Unsicherheiten und Überforderungen umzugehen, weil ihnen sozusagen in einer klassisch männlichen Sozialisation eingebläut wird, du bist autonom, du kannst dir die Welt zu eigen machen, du kannst dir die Welt unterwerfen, kannst und musst alles wissen etc. Mädchen, jetzt auch wieder klassisch gesprochen, sozusagen viel häufiger eingebläut wird, du musst aufpassen, was andere sagen, du musst irgendwie dich nach anderen richten, du musst gucken, wer dir hilft und so weiter und so fort. Und das in diesem speziellen Phänomen dann tatsächlich irgendwie von Vorteil ist, weil man sozusagen das fundamentale Angewiesensein auf andere, dass wir ja alle sind, dann etwaig stärker verinnerlicht hat, als jetzt so der typische Macker, der niemals sich eingestehen würde, dass er von irgendjemand anderem abhängig ist, dass er andere Menschen braucht oder so. Ich habe auch immer so ein bisschen, weil du jetzt auch gemeint hast, es zieht sich so durch alle Schichten, das ist auch immer so eine einfache Erklärung, dass man irgendwie denkt, das hat was mit dem Bildungshintergrund zu tun oder mit dem ökonomischen Hintergrund. Ich finde es auch immer sehr, sehr schwierig zu also oder reduzieren für dich Verschwörungstheorien irgendwie eine Komplexität? Also je mehr man sich irgendwie damit beschäftigt, umso komplexer wird das Thema. Ja, ich denke mir so, die Zeit, in die ich reinstecke, um hier die Verschwörungsideologien rund um den 11. September überhaupt zu lesen, da hätte ich wahrscheinlich meinen Marx schon durchgelesen. Also das ist irgendwie so ein bisschen, macht es das wirklich einfacher, die Welt sich ja in die Richtung, also daran zu glauben? Ja, also ja und nein, irgendwie ich weiß, dass ich früher bei, also ich habe das auch geschrieben, ist sozusagen da, um Komplexität zu reduzieren oder so, habe ich das bei den Montagsmahnwachen habe ich das geschrieben. Ich würde auch sagen, ja, das stimmt schon. Gleichzeitig gibt es aber eben auch das Phänomen, dass es eben immer wieder immer noch komplexer wird und sozusagen immer, umso weiter man da einsteigt, irgendwann überhaupt nicht mehr zu folgen ist. Und ich meine, Verschwörungstheorien simulieren ja auch immer Wissenschaftlichkeit, statten sich aus mit einem Quellenapparat, mit einem Fußnotenapparat, von denen die Hälfte ins Nichts führt oder auf super dubiose Sachen oder andere Quellen, die eigentlich was ganz anderes sagen oder so. Aber sozusagen, es wird simuliert, es wird versucht, Wissenschaftlichkeit zu imitieren, also die Gestalt von Wissenschaftlichkeit anzunehmen, und dadurch wird das Ganze dann auch irgendwann relativ kompliziert oder sozusagen da durchzusteigen und gar nicht mehr so einfach das zu lesen. Ich würde sagen, dass nicht alle so Verschwörungsideologien konsumieren einmal, also dass das, was so jemand wie Daniele Ganser macht, das ist zum Teil auch eben so eine Art von Pionierarbeit in Anführungszeichen, die dann andere eben nutzen können. Die müssen das gar nicht mehr alles wissen, sondern die können einfach einen Link von Daniele Ganser reinklatschen in die Online-Diskussion. Ne? Also die müssen sozusagen da nicht drauf vorbereitet sein, sondern können einfach irgendwas reinwerfen. Und wenn es zu einem 1-zu-1-Gespräch kommt, können die immer noch irgendwas erfinden. Also sozusagen, das machen die eh ständig. Also sozusagen müssen dann nicht auf... Ich habe gelesen bei Daniele Ganser auf Seite 37 war das und das und so weiter. So argumentieren die ja in der Regel nicht, sondern greifen da Versatzstücke auf und assoziieren da einfach frei drüber. Also ich glaube nicht, dass alle das sozusagen so konsumieren, aber natürlich irgendwie so die Komplexität der Welt kommt irgendwie hinterrücks, fällt sie dann wieder rein. Allerdings eben doch mit dem Unterschied, dass es immer alles erklärbar ist, sozusagen, dass immer alles ausgeleuchtet werden kann, dass hier keine Reste von, keine Residuen mehr von Unsicherheit sind, dass das System sozusagen allumfassend ist. Also ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel von Sandra Cizek, die ja auch mit Drosten diesen Podcast gemacht hat und auch Wissenschaftlerin in Frankfurt ist, habe ich mal in einem Satz gelesen, in einem Interview den Satz gelesen, ich irre mich gerne, wurde sie irgendwie zitiert und es wurde damit überschrieben, ich irre mich gerne. Und das ist, glaube ich, das ist halt so eine genuin wissenschaftliche Haltung, ne? Also auch eine genuin positivistisch-wissenschaftliche Haltung, ich irre mich gerne, es ist vollkommen in Ordnung, wenn ich falsch liege, dann weiß ich danach mehr, dann weiß ich nämlich, dass ich vorher falsch gelegen habe oder so. Und das tun die natürlich überhaupt nicht, die irren sich überhaupt nicht gerne und die tun auch sozusagen so, als könnten die sich überhaupt nicht irren oder als wäre das überhaupt nicht
da drinne. Und ich glaube sozusagen, dieser Rest von Unsicherheit, der gehört eben auch zur Komplexität der Welt dazu. Und den klammern die sozusagen immer aus, sondern es ist alles immer folgerichtig. Es gibt da keine Zufälle, es gibt keine Kontingenzen, es ist alles immer absolut folgerichtig. Und dadurch wird es allein schon unterkomplex. Es gibt immer einen Verantwortlichen, der irgendwie dahinter steht. Sollten wir alles, was irgendwie so ein Verschwörungsnarrativ bedient, von vornherein ablehnen? Oder es wird immer dann als eine wahre Verschwörung, die sich irgendwie herausgestellt hat, diese Überwachungsaffäre rund um Edward Snowden dann herangezogen mit so, aber es gab ja mal eine wahre Verschwörung. So, wir dachten ja irgendwie, Geheimdienste überwachen uns und das hat sich dann irgendwie gezeigt. Oder sollen wir einfach, genau, also sollten wir sie von vornherein dennoch ablehnen oder weiterhin offen dafür bleiben? Ja, also ich glaube, dass genau, das ist ein Argument, das ich immer anbringe. Ja, aber es gab ja auch sozusagen wirkliche Verschwörungen, die sich als wahr herausgestellt haben. Aber ich würde sagen, dass diese wirklichen Verschwörungen, die sich als wahr herausgestellt haben, von einer sehr, sehr begrenzten Reichweite sind. Sozusagen auch nochmal, also quantitativ so anders, dass sie auch qualitativ anders wären. Wenn wir uns tatsächliche Verschwörungen anschauen, und das ist auch bei Lamberti und Nocun sehr gut beschrieben, finde ich, wenn man sich tatsächliche Verschwörungen anschaut, dann ist es immer ein ganz kleiner Kreis von Personen, der muss auch klein sein, sonst fliegt er nämlich auf, die sich verabreden, um eine bestimmte Sache zu tun, meistens zum Schaden von jemand anderem und zu ihrem eigenen Vorteil. Und diese Verabredungen haben sozusagen, und klar, also Verschwörungen gibt es überall, also gibt es natürlich ständig, diese Verabredungen haben aber sozusagen eine eng begrenzte Reichweite und können auch gar nicht überschreiten. Also es hat mal jemand ausgerechnet, wie viele Leute eigentlich dicht halten müssen, um sowas wie die Mondlandung zu faken. Und es sind halt 6000 Menschen, die über einen Zeitraum von 50 Jahren dicht gehalten haben müssen. Also wo niemand dann mal sagt, ach, jetzt bin ich, das ist so lange her, ich schreibe jetzt meine Memoiren, ich packe jetzt aus, wie wir das mit Stanley Kubrick zusammen im Hollywood-Studio gefilmt haben oder so. Also alle müssen dicht gehalten haben. Und wenn wir das jetzt sozusagen noch raufrechnen, weil es bleibt ja nie sozusagen bei einer Erzählung, sondern es ordnet sich immer ein in ein Metanarrativ, wo eben noch viel mehr dran hängt. Und wenn wir das jetzt raufrechnen, auf sowas wie die Corona-Pandemie zu faken, also wo sämtliche Regierungen der Welt, die einfach verfeindet sind auch, sozusagen mit unter einer Decke stecken müssen, sämtliche Menschen im Gesundheitswesen, also das sind Abermillionen Leute, die sozusagen in diesen großen Coup mit involviert sein müssen. Also das sozusagen, es überschreitet immer sozusagen den Rahmen des überhaupt noch Vorstellbaren und das systematisch. Also ich würde auch sagen, zum Beispiel solche Verschwörungserzählungen wie das Jeffrey Epstein, der amerikanische Multimillionär und verurteilte Sexualstraftäter, dass er sich nicht alleine in der Zelle umgebracht hat, sondern dass er umgebracht worden ist oder so. Ne? Das ist sozusagen eine Verschwörungserzählung, wo ich sagen würde, wenn die dabei bleiben würde oder zumindest sozusagen die Offenheit dem gegenüber bleiben würde, würde ich sagen, okay, also wenn es sozusagen dem gegenüber offen bleibt, dass es so sein kann, dass es vielleicht auch nicht so sein kann, dass wir es vielleicht nie wissen werden, auch sozusagen diese Unsicherheit auch einräumt, da würde ich sagen, okay, es ist schon irgendwie strange, dass der Typ in seiner Zelle gestorben ist. Ne? Es ist schon irgendwie strange. Ich glaube, es ist der erste Impuls von den meisten Leuten, die das hören. Aber solange man sich sozusagen die Offenheit bewahrt, sozusagen, warum soll ich sozusagen den Berichten jetzt irgendwie das unterstellen, dass das nicht stimmt? Oder warum, es könnte aber trotzdem sein, dass er sich selber umgebracht hat, halte ich das für relativ unbedenklich. Aber was dann passiert, ist, dass diese einzelne Erzählung sozusagen verabsolutiert wird, eine Eindeutigkeit versucht wird herzustellen und die versucht wird, immer in ein größeres Narrativ, in so ein Metanarrativ einzuordnen. In dem Fall zum Beispiel die QAnon-Verschwörungserzählungen, die dann sozusagen so ein Supernarrativ irgendwie bildet. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen tatsächlichen Verschwörungen und Verschwörungstheorien. Um vielleicht nochmal ein Beispiel, um einfach nochmal das plastischer zu machen, von einer tatsächlichen Verschwörung, das allerklassischste Beispiel, die Verschwörung gegen Julius Caesar, die Ermordung von Julius Caesar im Senat. Wir müssen uns vorstellen, das waren damals die reichsten und mächtigsten und einflussreichsten Männer in Rom und damit der Welt, zu einer Zeit, wo Herrschaft nochmal sehr, sehr viel personaler war, sehr, sehr viel mehr an Beziehungen geknüpft war. Und diese Leute haben es hinbekommen, ihn zu ermorden, aber haben es nicht hinbekommen, danach irgendwie einen Schritt weiter zu planen, sozusagen eine Herrschaft danach irgendwie zu implementieren, die gehalten hat, sondern die Verschwörer wurden hingerichtet. Und das ist sozusagen, und
also das ist jetzt ein sehr klassisches Beispiel, aber das lässt sich auch auf die Moderne, auf Al-Qaida oder so übertragen. Es geht sozusagen, sich zu einer bestimmten Sache zu verabreden, aber danach ist meistens Schluss. Sozusagen, es fliegt auf oder man kann nicht die Welt kontrollieren, man kann nicht die Welt geheim regieren. Ja, vor allem, wenn mehrere Millionen Menschen den Mund halten müssten, wenn man ja merkt, wie schwer das schon im eigenen Freundeskreis ist, dass Geheimnisse vielleicht unter zwei Personen bleiben. Oh ja. Gibt es für dich eine Urverschwörungstheorie, also eine, wo alles angefangen hat, die Bibel oder? Ja, also in das Fahrwasser will ich mich jetzt nicht begeben. Ich würde sagen, also für antisemitische Verschwörungstheorien ist ganz klar, ist sozusagen die Blaupause, sind die Protokolle der Weisen von Zion. Also eine antisemitische Hetzschrift, eine Fälschung, das wurde auch sehr schnell als Fälschung entlarvt, wo eben das vorgibt, ein Protokoll wiederzugeben von einem geheimen Treffen von mächtigen Juden, die sich auf dem Friedhof in Prag treffen und sich verabreden, die westliche Welt zu zerstören. Und viele von diesen Motiven, die da auftauchen, werden auch aktualisiert in gegenwärtigen expliziter antisemitischen Verschwörungserzählungen. Also ganz viele von der Struktur der Protokolle her, von ihrem Aufbau her, von der, wie sie argumentiert, von dem, was sie unterstellt, etc., findet sich eben wieder. Und ich würde sagen, dass das sozusagen auch leider die einflussreichste Verschwörungstheorie war, die natürlich die Nazis benutzt haben, um die Shoah zu legitimieren, die aber auch heute noch kursiert, unter Neonazis kursiert, auch in islamistischen Kreisen kursiert und auch in Staaten, wo Antisemitismus irgendwie auch zur, ja, also fast schon staatstragend ist, kann man sagen, werden die Protokolle verkauft und auch gelesen. Gerade bei den Protokollen, die haben sich eigentlich relativ schnell, also so 17 Jahre danach, als Fälschung irgendwie rausgestellt, nachdem sie das erste Mal aufgetaucht sind. Warum, obwohl es eine Fälschung ist, sie wurden kurz danach, während der Zeit des Nationalsozialismus, vehement genutzt, um irgendwie Stimmung gegen Jüdinnen und Juden zu machen. Sie waren, glaube ich, tatsächlich schon auch Lehrstoff in der Zeit an deutschen Schulen und wie du auch gesagt hast, sie werden immer noch verkauft in arabischen Ländern. Warum hält sich diese Lüge so nachhaltig? Also, obwohl es irgendwie offensichtlich eine Fälschung ist, glauben Leute immer noch daran? Ja, also ich glaube, das betrifft auch das, was wir vorhin so ein bisschen diskutiert haben. Also, dass Antisemitismus und Verschwörungserzählungen lassen sich sozusagen nicht durch diesen klassischen Aufklärungsgedanken aus der Welt schaffen, sondern es geht da sozusagen um eine emotionale Verbundenheit damit. Und Antisemitismus ist in sich komplett widersprüchlich. Also, es ist komplett irrational, unlogisch, wie Verschwörungserzählung auch irrational und unlogisch ist. Und die erhält sich sozusagen nicht, obwohl sie so unlogisch ist oder so irrational ist, sondern weil. Und das ist, glaube ich, sozusagen, das stößt uns immer wieder so vor den Kopf, weil dieses klassische Aufklärungsideal eben schon sehr, sehr stark verankert ist. Man muss den Leuten sozusagen nur das bessere Argument mit an die Hand geben, das bessere Argument wird sich durchsetzen. Die werden Einsicht darin bekommen, dass sie falsch liegen, wenn man ihnen nur sozusagen die eigenen Widersprüche aufzeigt. Es gab dieses unglaublich bescheuerte Buch mit rechten Reden. 2017 ist es, glaube ich, erschienen von Daniel Pascal Zorn, Per Leo und Maximilian Steinbeiß, wo die genau das sozusagen proklamiert haben, ohne einmal irgendwie antifaschistische Arbeit gemacht zu haben, ohne einmal irgendwie antifaschistische Arbeit rezipiert zu haben, behauptet haben, aus ihrem argumentationslogischen Philosophieseminar behauptet haben, man müsse die Nazis doch einfach nur zum Gespräch einladen und dann argumentativ entkräften. Und wir können einfach sie auf ihre logischen Selbstwidersprüche hinweisen und dann löst sich das Problem in der Luft auf. Und das ist natürlich sowas von irre und sowas von grundfalsch, das anzunehmen, weil Propaganda einfach so nicht funktioniert. Propaganda funktioniert nicht darin, dass man irgendwie die Leute auf, dass es logisch konsistent wäre, sondern Propaganda funktioniert, dass Ressentiments mobilisiert werden, also Gefühle, Affekte. Ich glaube, es gab gerade eine Frage aus dem Publikum. Nein? Gleich gibt es eine. Das ist natürlich toll, das analoge Publikum schreibt die digitalen Fragen. Eigentlich, um unerkannt zu bleiben, aber jetzt bloßgestellt zu werden. Dankeschön.
In Nürnberg haben die QuerdenkerInnen aufgegeben. Also die haben vor einem Monat ungefähr gesagt, dass sie nicht mehr auftreten werden. Hildmann und Jepsen haben das Land verlassen. War das die große Kehrtwende oder geht es jetzt im Untergrund weiter? Was denkst du? Genau, es gibt schon so erste Auflösungserscheinungen. Ich glaube, dass etwas Ähnliches passieren wird wie 2014. Also was sie dort machen, und es ist ja sozusagen, diese Demonstrationen laufen schon ziemlich lange, die professionalisieren sich währenddessen. Und zwar jetzt nicht unbedingt Leute wie Hildmann. Bei Hildmann war es absolut abzusehen, dass der drüber ist, also dass der zu weit drüber ist, Ewigkeiten aus dem Knast draußen bleiben zu können. Und Kea hat sich jetzt abgesetzt und ist das dann halt eben entgangen. Aber Hildmann hat sozusagen den Jargon auch nicht drauf gehabt. Der war sozusagen kein professioneller Agitator, sondern ist zu deutlich geworden bei dem, was sie eigentlich meinen. Und das ist ihm zum Verhängnis geworden, aber es gibt eben auch einen großen Teil, die auch neu dazugekommen sind, die sich über die Zeit professionalisiert haben, wie auch 2014, 2015 sich die Leute professionalisiert haben. Also solche Sachen wie melde ich eine Demo an? Wie drücke ich die Demo durch, wenn sie verboten wird? Wie organisiere ich einen Lautsprecherwagen? Wie baue ich eine Rede auf? Wie kriege ich meinen YouTube-Kanal voll? Wie mache ich Interviews mit YouTube? Mit welchen Leuten vernetze ich mich? Auf wen kann ich mich da verlassen? Welche Anwälte helfen mir? Wo kann ich Spenden eintreiben? Die ganze Finanzstruktur und so weiter, die da drüber aufgebaut worden sind, die hält weiter. Diese Strukturen, die da aufgebaut werden, werden die Corona-Krise überdauern, wenn die hoffentlich vorbeigeht, und dann einfach bei der nächsten gesellschaftlichen Krisensituation wieder hervorgekehrt werden und wieder sich aktualisieren. Dann vielleicht ohne Attila Hildmann, dann kommt sozusagen der nächste Attila Hildmann oder eben wieder jemand übernimmt das Ruder von denen, die da schon ein bisschen länger in dem Business drin sind, wie zum Beispiel eben Jürgen Elsässer oder so. Also ich denke, es gibt diese Auflösungserscheinungen, die sollten uns allerdings nicht zu viel Hoffnung machen, sondern was wir auch immer so ein bisschen versuchen vorzuschlagen, also in der Bildungsstätte, ist bei dem Thema auch kontrazyklisch dran zu bleiben. Also das sind im Moment die häufigsten Anfragen, die wir bekommen, sind zu Verschwörungstheorien. Könnt ihr bitte, oder zumindest die bei mir ankommen, könnt ihr bitte eine Veranstaltung für uns über Verschwörungstheorien machen? So die häufigste Anfrage, weil das Problem halt gerade irgendwie so brennt. Aber ich glaube, ich fände das auch sehr, sehr smart, eben an dem Thema auch weiterzuarbeiten, wenn es vielleicht gerade nicht so super akut irgendwie auf der Straße sich äußert, weil man dann vielleicht auch wieder so ein bisschen mehr Luft hat, Atem holen kann, um tatsächlich auch nochmal vielleicht an neuen Strategien zu überlegen, wo klappen unsere Interventionen nicht, wie können wir da besser präventiv arbeiten, etc. Also sozusagen die kleine Atempause, die wir dann vielleicht haben werden, vielleicht auch nicht, vielleicht kommt es dann schon wieder das nächste Problem am Start. Aber diese kleine Atempause, die das verschafft, auch tatsächlich zu nutzen, um weiter an dem Thema zu arbeiten. Ich sehe die nächste Frage. Sind Anthroposophen und die anthroposophische Bewegung, auch weil sie jetzt im Zuge der Corona-Bewegung vermehrt wieder im Kontext von Antisemitismus und Faschismus aufgetreten ist, sowie der parlamentarische Arm, also Dritter Weg, NPD, die Rechte, AfD und Bewegungen wie die sogenannten Ipster, also identitäre Bewegung, Bewegungen, von denen du sagen würdest, das ist jetzt ungefähr das, was man unter Professionalisierung der Szene verstehen könnte. Gerade bei den Ipsern habe ich persönlich jetzt den Eindruck, dass es dadurch, dass sie jetzt professioneller auftreten, dadurch, dass sie intellektueller auftreten, sie genau verstanden haben, wie eben sie ihre Bewegung aufziehen müssen, damit sie gesellschaftsfähig in Gänsefüßchen wird, zumindest in einer bestimmten Szene, die dafür zugänglicher ist. Und inwieweit braucht es eine Abgrenzung von Verschwörungstheorien zu Verschwörungsmythen und Erzählungen? Weil Theorien sind ja immer noch was Wissenschaftliches. Und dieser Anschein von Wissenschaftlichkeit ist, finde ich, gefährlich. Es waren mehrere Fragen auf einmal. Und ich gucke, ob ich das so alles zusammenbekomme. Also ich würde sagen,
dass, also einmal, ja klar, es gibt so eine große Schnittmenge zu den von den EsoterikerInnen, von den AnthroposophInnen zu dem Querfront-Milieu, wo ich dann auch sagen würde, dass, dass viele davon noch gar nicht so furchtbar auf dem Radar sind, wie zum Beispiel die Anastasia-Bewegung, die sich anschickt, so ein Sinnvakuum im ländlichen Raum, gerade bei ökologischen, landwirtschaftlichen Betrieben oder so zu füllen. Also das sind brachial antisemitische Esoterik-Vorstellungen, die ziemlich raumgreifend sind, wenn man beispielsweise mit den Studis an der ökologischen landwirtschaftlichen Hochschule in Witzenhausen gesprochen, das ist bei Kassel, das ist so relativ groß. Und da greift es halt wirklich um sich, also dass die Leute das sozusagen irgendwie nutzen und sich da dranhängen. Und ich glaube, da gibt es so viele blinde Flecken irgendwie, die man noch nicht sehen kann. Wo man weniger blinde Flecken vielleicht hat, sind solche Sachen wie die identitäre Bewegung, wo ich dann wo sich aber auch abgezeichnet hat, dass sich da auch so ein Strategiewechsel auftut. Also Götz Kubitschek beispielsweise, der Leiter vom sogenannten Institut für Staatspolitik, also der Fascho, der den Antaios Verlag macht, der hat jetzt auch so sich ein bisschen von der identitären Bewegung losgesagt, beziehungsweise gesagt, die sozusagen als Strategie ist sie jetzt mittlerweile auch gescheitert und man muss sich auf die AfD konzentrieren und so weiter. Und diese Kleinstprojekte, die brauchen die zum Teil, denke ich, gar nicht mehr. Also gerade so die neue Rechte, für die ist sowas wie die identitäre Bewegung eher so eine Art Ballast, der natürlich auf der Straße noch ziemlich brachial lostreten kann, vor allen Dingen eben auch der dritte Weg. Ne? Das ist sozusagen nochmal eine andere Form der Einflussnahme, die keineswegs intellektuell ist, sondern sehr handgreiflich einfach versucht, die politischen Gegner von der Straße zu vertreiben und einzuschüchtern. Und gleichzeitig würde ich aber sagen, sind so die Erfolge, die die neue Rechte feiert, sind viel, viel größer, wenn die Zeit ernsthaft auf dem Cover fragt, ob man Flüchtende im Mittelmeer ertrinken lassen soll. Also das ist sozusagen, das haben die nicht alleine, aber das ist sozusagen die Offenheit, an die anschließen wollen. Man kann das denen auch nicht, man muss sie auch nicht größer machen, als sie sind. Sie haben den Artikel nicht geschrieben, aber es gibt sozusagen diese Bindeglieder zwischen dem Faschismus zum Nationalkonservatismus und die sozusagen versuchen die ja viel stärker mittlerweile zu bedienen und sind da auch wesentlich erfolgreicher. Also auch solche Sachen wie das Buch von Wagenknecht oder so, ne? Das sind Diskurserfolge der neuen Rechten letztlich. Die letzte Frage war, sorry, die war wichtig, ich habe es fast vergessen. Ich habe das jetzt gerade alles immer so ein bisschen synonym verwendet und mache das auch sehr häufig. Man kann natürlich dazwischen unterscheiden, also es gibt ja diese so sehr versuchen neutral zu beschreiben, den Begriff der Verschwörungserzählung oder des Verschwörungsnarrativs zu wählen, dann gibt es eher den Ansatz sozusagen, dass in Anführungszeichen Einstellungsebene zu unbewusste Einstellungsebene eher zu verlagern, wenn man dann von Verschwörungsideologien spricht, von Verschwörungsmythen, um sozusagen auch den Gegenpart zur Aufklärung irgendwie deutlich zu machen, oder eben Verschwörungstheorien, wo sozusagen der Versuch des Verstehenwollens irgendwie, den die Theorie ja beinhaltet, mit drinne steckt. Es gibt viele Leute, die sagen, der Begriff der Verschwörungstheorie ist eigentlich Quatsch, den sollte man nicht verwenden, weil er das Problem sozusagen adelt, weil, wie du gesagt hast, sozusagen die Theorie muss sozusagen dem Wissenschaftlichen vorbehalten bleiben und man macht es damit irgendwie, lässt es seriöser klingen, als es eigentlich ist. Ich würde dagegen einwenden, auch wenn ich die Kritik irgendwie verstehen kann, aber ich würde schon dagegen einwenden, dass einerseits machen die sich den Begriff der Verschwörungstheorie nicht zu eigen, sondern die finden ihn furchtbar. Es gibt immer wieder Diskussionen unter Verschwörungsideologen oder Verschwörungstheoretikern oder wie auch immer, die sozusagen diesen Begriff sehr, sehr stark ablehnen und den als entwürdigend empfinden. Und zum anderen aber auch, finde ich, steckt da auch so ein Respekt vor der wissenschaftlichen Theorie drin, den ich nicht ganz teile. Also weil eben auch an den Universitäten so viel Zeug als Theorie kursiert, als Theorie gelehrt wird, das wirklich nicht weit weg ist von Verschwörungstheorien. Also ich hast mich ja schon zweifach geoutet als Psychologie-Absolvent. Ich meine, wir haben im Studium Papiere gelesen, wo eine neuere Studie von, ich weiß nicht, 2015 oder so, zur Schädelvermessung drin war. Also, dass man Charaktereigenschaften an der Größe der Form des Schädels festmachen kann. Also, das Phrenologie, das ist, also,
Rassenkunde, Evolutionspsychologie, der irrsinnige Glauben, man könne erklären, dass Frauen angeblich nicht einparken können, weil sie in der Steinzeit irgendwie nicht so ein gutes räumliches, was weiß ich, also solche Dinge. Wir hatten eine Theorie in Sozialpsychologie, Long Hot Summer Theory, dass 1968, dass es ausgebrochen ist, das hatte nämlich überhaupt keine politischen Gründe, sondern der Sommer war einfach sehr lang und heiß. Und das ist sozusagen, das sind solche Fantasien, die da kursieren an Universitäten, und ich spreche jetzt nur von der Psychologie, ich will gar nicht wissen, was in den Wirtschaftswissenschaften los ist, wo ich sagen würde, die Struktur von der Verschwörungstheorie steckt da sozusagen drinnen, ne? Und deshalb habe ich sozusagen diesen Respekt nicht, gleichwohl ich natürlich irgendwie auch für einen anderen Theoriebegriff plädieren würde oder mir einen anderen Theoriebegriff wünsche. Ich glaube, es zeigt aber, also von Verschwörungstheorien zu sprechen, zeigt sozusagen an, dass diesen Abstand, den man da reinzieht, oder diese Grenze, die man da reinziehen will und die so ganz scharf markiert sein soll, so scharf manchmal leider nicht ist. So, und dass es sozusagen eine gewisse Fallhöhe gibt, auch der akademischen Theorie da rein zu fallen. Du hast gerade schon erwähnt, große Nachrichtenblätter drucken Sätze wie, sollte man Geflüchtete ertrinken. Große Nachrichtenblätter hatten in den letzten Wochen auch eine wunderbare Werbekampagne, eine Anzeigenkampagne mit Annalena Baerbock geschaltet, auf der sie als Moses mit den 10 Verboten der Grünen abgelichtet wurde, hat ziemliche Wellen geschlagen, hat natürlich auch sämtliche antisemitische Klischees und Chiffren bedient, die man sich vorstellen kann. Wie antisemitisch ist Deutschland 2021? Auf einer Skala. Das ist echt, das ist so ein bisschen so eine Talkshow-Frage. Ja, schon, oder? Ja. Also ich meine, es ist klar so, dass es, also da steckt sozusagen antijudaistische Anleihen drin, Gottes Gesetzes und so weiter, der abgelehnt wird. Es gibt auch gerade in so evangelikalen Kreisen, gibt es auch immer wieder Versuche, das Alte Testament loszuwerden. Ich würde sagen, das steckt da ganz klar drin. In dieser unsäglichen Kampagne von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, an der nichts Neues und nichts sozial, also ich glaube, so, wahrscheinlich so Initiative Marktwirtschaft sich zu nennen, wäre ein bisschen witzlos gewesen. Aber das steckt da natürlich drin, und ich würde sagen, also es gibt ganz unterschiedliche Formen von Antisemitismus. Antisemitismus hat auch immer so ein bisschen eine ungleichzeitige Gleichzeitigkeit, das heißt sehr alte Ressentiments, sehr alte Bilder tauchen wieder auf, werden zum Teil aktualisiert, werden den eigenen politischen Einstellungen irgendwie angepasst oder den eigenen politischen Programm irgendwie angepasst. Das heißt, diese Bilder variieren die ganze Zeit, aber sie treten sozusagen auch überall auf. Und was, glaube ich, gerade jetzt so in den letzten Wochen sehr gut beobachtbar war, die Versuche von allen möglichen Seiten, Antisemitismus immer zu isolieren, also immer zu schauen, immer auf eine bestimmte Gruppe, auf einen bestimmten Personenkreis einzugrenzen, die bei denen das Problem exklusiv zu verorten sei. Also beispielsweise bei den türkischen Communities oder so, die sich bei den Palästina-Demonstrationen beteiligt haben, die haben das große Antisemitismus-Problem. Oder dann halten vielleicht welche dagegen, die eher so ein bisschen antirassistischer eingestellt sind und sagen, ja, aber über Maßen spricht ihr nicht mit seinem Globalisten-Ding. Dann sagen die Leute, die irgendwie Maßen verteidigen wollen, ja, aber ihr sagt nicht zu Caroline Emke und was sie gesagt hat und so weiter und so fort. Also es wird so sehr viel, es wird überall in alle Richtungen werden mit Fingern gezeigt, aber jedes Mal sozusagen, es wird so häufig, werden verschiedene Formen von Antisemitismus, die aber gleichzeitig passieren, gegeneinander ausgespielt, und das ist natürlich komplett fruchtlos, weil damit wird man einfach der Verbreitung des Phänomens nicht gerecht. Und wenn du fragst, wie antisemitisch ist Deutschland, würde ich sagen, mindestens 40%. Also sozusagen, wenn man den Einstellungsforschungen Glauben schenken kann, stehen kodierten Formen des antisemitischen Ressentiments, vor allem über Israel kodierten Formen des antisemitischen Ressentiments, offen gegenüber, zustimmend gegenüber. Und was sozusagen bei den Einstellungsforschungen immer wieder leider sehr, sehr wenig thematisiert wird, ist, wie wenig Leute eigentlich da sind, die Antisemitismus konsequent ablehnen. Also es gibt dann immer sozusagen diese Zahlen, wo dann beispielsweise steht, stimmen Sie dieser Aussage zu, und es ist dann eine offene antisemitische Aussage, und dann sind da vielleicht 7%, 8%, die dieser Aussage zustimmen. Ein paar stimmen dann total zu, ein paar ein bisschen,
manche sagen teils, und aber fast immer sozusagen ein Riesenteil, ein Riesenprozentsatz, selbst bei offenem Antisemitismus, sagen dann, stimme eher nicht zu, statt stimme überhaupt nicht zu. Und ich würde sagen, da fängt das Problem schon an. Also wenn ich die Aussage vorgelegt bekomme, sind sie der Einfluss, Juden sind zu mächtig in Deutschland, und ich sage, ich stimme eher nicht zu. Also ganz ablehnen kann ich es ja nicht, aber sozusagen, das ist sozusagen ein Einfallstor. Das ist die erste Unsicherheit, die erste offene Tür, zu sagen, ich glaube eher nicht, aber vielleicht ist doch was dran, sozusagen. Und da sieht man eigentlich, was für eine Tragweite dieses Problem hat und wie sinnlos es ist, Antisemitismus exklusiv irgendwo zu verorten und nicht das ganze Phänomen mit in den Blick zu nehmen. Und das ist, glaube ich, sozusagen die Schwierigkeit, vor der man steht, ist halt eben diese Gleichzeitigkeiten auch zu denken und auch zu kritisieren. Ja, wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Zeit mit der Veranstaltung. Ich hätte hier noch meinen ganzen Fragenkatalog, den ich dir im Nachhinein noch stellen musst. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Tom. Ich bedanke mich bei euch hier im Analogen und bei euch im Digitalen. Genau, und möchte noch, du hast schon Werbung gemacht für die Veranstaltung mit Katharina Nocun, die wir am 23.09. online haben zum Thema Fake Facts. Sie stellt ihr Buch vor, das sie gemeinsam mit Pia Lamberti verfasst hat. Und dann am 21.10. ist nochmal eine Veranstaltung zum Thema Hooligans und Corona-Pandemie, wie sich da die Szene vernetzt. Also, damit wünsche ich euch einen wunderbaren Sommer. Bleibt stabil antifaschistisch und einen schönen Abend.